Was malst du da? Grünkern. Grünkern? Kann ich das, kann man das so probieren? Ja. Und zwar ist das ein Korn, das hat so seine Hochzeit im Krieg gehabt, hat mein Vater erzählt. Und ich habe da eine ganz tolle Suppe heute mitgebracht, die ich dir kochen möchte, die ich für uns kochen möchte. Das klingt so gesund. Lebst du ja gesund? Mhm, schon. Ich bin seit 15 Jahren Vegetarier. Mm. Und habe auch echt so eine richtige Ernährungswissenschaft rausgemacht. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen, mehr. Und habe mich also wirklich zwangsläufig auch damit beschäftigen müssen, weil als ich mit 15 angefangen habe, mich dafür so zu interessieren, Vegetarier zu sein, habe ich erstmal so Mangelerscheinungen bekommen, weil ich dachte, das ist Vegetarismus, ist Butterbrot, hast du mal einen Apfel zwischendurch oder so. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, gerade in der Zeit, wenn man so jung ist und dann auch noch sportlich sehr viel unterwegs ist, sich richtig zu ernähren, also Mineralstoffe zu kriegen, die ganzen Vitamine, Proteine, Fette. Und dann soll es ja auch noch schmecken. So ist es. Und das ist ja etwas, es ist ja sehr leicht, Fleisch wegzulassen, aber es ist nicht so leicht, dann etwas zu kochen, was trotzdem lecker ist. Ne? So ist es. Ich glaube, man muss sich mehr mit dem Kochen befassen. Ja, also mit der ganzen, es ist ja eine richtige Philosophie, also es kann eine richtige Philosophie werden, ja. Richtig zu kochen und vor allem Spaß dabei zu haben, denn ich denke, Essen ist was Kulinarisches und es ist so gesellschaftsfördernd. Du bist also Lust, Gesellschaft. Muss mit Lust verbunden voll, sein. Voll. Lust mit Lust. Sag mal, diese Mühlen, die gibt es ja, glaube ich, so in allen Kategorien. Das ist, glaube ich, das ist eine Holzsteinmühle, die du besorgt, hast. Ja, sehr. Besorgt, sieht extra für dich, sehr, ne? Schön aus. Ja, ist aber auch ein bisschen teuer. Gibt auch schon viel billigere. Aber ich habe gehört, es gibt auch welche bis zu 600, 800 Mark. Das ja, sind dann so auch eingebautem Klo und alle möglichen. Auch eine Philosophie für sich. Ja, genau. Ich halte das ein bisschen für. Also diese Suppe Bio, die ist super easy zu machen. Das ist immer gut. Für mich ist immer einfache Gerichte liebe ich. Na, und die gehen schnell, vor allem wenn mal Besuch unerwartet kommt. Und du willst jetzt nicht großartig aufkochen, der Besuch hat wenig Hunger, dann machst du ganz einfach diese Suppe. Was du brauchst, ist Olivenöl, gemahlenen Grünkern. Du kannst ihn, auch ein guter Tipp, wenn man keine Mühle hat und sich das auch nicht anschaffen möchte, kann man das schon gemahlen kaufen. Kann man kaufen. Ganz, ganz, ganz klasse. Mach dir mal das an. Dankeschön. Mein Gasherd. Dann hast du übrigens gemerkt, du hast ja auch eine große Küche, habe ich gehört. Ja, da müssen wir gleich drüber reden. Ja. Aber bei mir sind ein paar Sachen ein bisschen anders. Das habe ich mir alles selbst so im Laufe der Jahre. Die Arbeitsfläche ist etwas höher, was sehr gut für den Rücken ist. Und das, schlau. Und die Kochstelle ist etwas abgesenkt, etwas tiefer, sodass du, wie sagt man, ergonomisch kochen kannst. Ich weiß nicht kannst. Genau, was das bedeutet, aber man sagt das dann immer. Also das Ergonomie, das ist ergonomisch sind Teile, die schön geschwungen sind, die praktisch von der die passen zueinander. Zum Beispiel ergonomisch gebaut sind Flugzeuge. Passen sich den Luftströmungen an. Bist du Flugzeuge und meine Küche. Ja. So, also, bisschen Öl. Öl, ja, mach mal. Soll ich? Darf ich dir assistieren? Ja. Weißt du, das ist nämlich genau das Ding. Wenn du es selber machst. Ja, wie viel? Darfst noch ein bisschen. Dann merkst du es dir auch besser. Ja, das stimmt. Weißt alles, du? Was ich das mal hat mir mein Vater beigebracht. Das Kochen, ne? Ja. Und wir nehmen jetzt auf 1 Liter, wir kochen das jetzt mal für 4 Leute, würde ich sagen. Ja. Auf 1 Liter nehmen wir eben so viel Öl, dass es den Grund bedeckt. Lassen das heiß werden. Geben 4. Ich hab's jetzt auf groß. Oder sagen wir mal, wir können 5. Kommt drauf an, wie du die Suppe haben möchtest. Eher dünnflüssig, eher weniger. Bisschen sämiger. Ja, nehmen wir 5 Esslöffel Grünkern. Schön. Geben wir da rein. Kann man auch schon vorher reingeben, ist kein Problem. Den rösten wir an. Ja. Bis er nussig riecht so. Und das riecht ganz das toll. Riecht lecker. Das ist toll, ne? Gerade in der Verbindung mit diesem Olivenöl. Ja, ich koche ja fast nur noch mit Olivenöl. Außer da, wo ich nur einen neutralen Ölgeschmack haben will. Ja. Das gibt's ja auch, nicht? Ja. Aber ich mache 80% aller meiner Gerichte mache ich mit Olivenöl. Es ist auch, wenn es kalt gepresst ist, gesund, genau. Wunderbar. Viele ungesättigte Fettsäuren, die sehr gut sind für den Organismus. Du bist aber keine Veganerin, das heißt, nein, du isst schon Produkte von Tieren, also Milch. Ich bin Lacto-Vegetarier, also Lacto. Käse und Milchprodukte, Eier ab und zu. Aber ich habe festgestellt, ich vertrage Eier gar nicht so gut. Ich kriege da Magenschmerzen von. Und ich habe auch Lebensmittelallergien. Zum Beispiel kann ich keine Avocados essen. Oh, schade. Und Knoblauch. Wenn du mir was Schlechtes tun willst, Bio, dann gib mir Knoblauch und ich krieg Atemnot. Jetzt siehst du, guck mal. Knoblauch ist sowieso so eine Sache. Lecker, oder? Ja. Jetzt wird es so ein bisschen bräunlich. Toll. Jetzt geben wir gewürfelte Tomaten mit Schale hinein. Und zwar 2 mittelgroße Fleischtomaten pro Person. Ich mache 8 Tomaten. Oh, viel. Auf 1 Liter Wasser. Du nimmst sie mit Schale. Ja, ganz wichtig. Weißt du warum? Das sind die Ballaststoffe. Ballaststoffe, ja, das habe ich mir gedacht. Wenn man die Schale dran lässt, schmeckt erstens mal schön, gut, urig. Deswegen ist es wichtig, dass man
keine Tomaten nimmt, die aus dem Norden kommen, sondern man sollte schon südliche sehen. Naja, das sind die, guck mal, ich habe ja hier die Strauchtomaten, sehr geil. Riech mal, die riecht ja sogar nach Tomaten. Lecker, lecker, die hat Sonne gesehen, das sieht man auch. Das sind ganz schöne. Und die sind auch geschmacklich, weißt du ja selber. Ja. Geschmacklich sehr, sehr, sehr fein. Also ich habe jetzt ja auch Tomaten in meinem Gericht, das ich gleich machen werde. Meine habe ich geschält, aber ich muss sagen, du hast Wasser. Recht. Es ist. Red weiter, ich höre dir zu, ich hole nur Wasser, weil das muss jetzt auch Wasser. Ein bisschen schnell gehen, sonst wird das matschig. Ja, ich glaube, man sollte die Tomaten ungeschält verwenden. Ja. Das ist so ein bisschen so eine alte, ja, früher hat man ja alles gern geschält, ne? Ja, darf weißt du, das, die Sache ist die mit den Ballaststoffen. Ballaststoffe sind sehr, sehr wichtig für den Körper. Ja. Und zwar, wie der Name schon sagt, Ballaststoffe, die werden vom Körper nicht verwertet. Das Tolle daran ist, du isst das, es bleibt im Magen, es geht durch den ganzen Darm durch, also die ganzen Stationen, säubert den Dickdarm, so, den Dünndarm. Weil du es nicht verbrauchst, sozusagen? Mhm. Geht das so durch wie so ein... Wie so ein Aufräummanöver. Esslöffel. Esslöffel, alles ist da. Wir lösen im kalten Wasser einen Esslöffel dieser tollen, tollen... Was ist das? Geht nicht rein, musst du doch den kleinen nehmen. Was ist das? Das ist Gemüsehefebrühe. Und zwar eine Gemüsehefebrühe-Paste. Und dann reicht so ein, es riecht auch ganz toll, ein Esslöffel. Rein vegetarisch, das kaufst du bestimmt im Reformhaus. Ja. Hast du einen Schneebesen, Dio? Natürlich, alles. Und das kann man auch im kalten Wasser auflösen, tatsächlich, weil es kein Pulver ist. Es gibt keine Klümpchen. Hier. So einen, oder? Du kannst auch so einen nehmen. Ja, kenn ich gar nicht. Was ist das? Das ist schon... Auch die Schneebesen-Designer müssen ab und zu was Neues erfinden. Du hast so viel Style, das finde ich so cool. Ich war neulich in einem Hotel in New York, von Herrn Philip Stark entworfen. Ich habe schon gesehen, du hast die Zitronenpresse von ihm hier auch, zu stehen. Aber also das war, der zum Beispiel hat so einen Fimmel, es muss immer dunkel sein. Also du, im Aufzug, wenn du nach unten fahren willst, musst du dich immer erstmal hinknien, du musst gucken, wo ist... Ich bin immer in die falsche Etage gefahren. Furchtbar. Im Bad konnte man sich nicht rasieren. Alles dunkel. Design. Aber ich habe ein Bett von ihm zu Hause. Ja? Und? Ja. Ganz kann man toll, schlafen? Ergonomisch. Kann man drin schlafen? Denn sein Daddy, muss ich ganz kurz sagen, also wir gießen jetzt mal diese aufgelöste Gemüsehefebrühe dazu. Und jetzt ist er eigentlich schon fertig, die gute liebe Suppe. Sie muss jetzt noch 3 Minuten köcheln. Na, und nur dann, 3 Minuten? Ich schwör's dir. Sind die ja noch fast roh, die. Guck mal, wie toll die aussieht. Sieht super aus. Sieht so kulinarisch, südländisch aus. Ich du hast kein Salz reingetan, ist das gesalzen? Das ist alles, ich sag ja, das ist ja das Tolle. Das ist schon... Jodsalz drin. Viele Kräuter. Du weißt ja selber, so als Superkoch, dass man mehr mit Kräutern eigentlich Koch, als nicht Superkoch. Doch, du bist Superkoch. Also was ich stelle ein, du hast gesagt 3 Minuten. Stell mein Licht nicht so unter den Scheffel. 5 Minuten, wir nehmen Kompromiss, 4 Minuten. Okay. Okay? Gut. 4 Minuten. Aber guck mal, wie toll das aussieht. Super, super. Und riecht? Es riecht super und es wird dir auch schmecken, toll, ich sag's dir. Toll. Was ich zu Philip Stark noch sagen wollte, dessen Papi war nämlich Flugzeugbauer und deswegen hat er... Ergonomisch. Siehst du? Und deswegen, aber hast du mal versucht, auf dieser zu pressen? Nee. Das fließt alles nur nicht in das Glas. Nur nicht, es soll ja eigentlich soll der Punkt ja dazu dienen, dass es reinfließt. Ja, tut's aber nicht. So. Aber das Bett hält wenigstens von ihm. Das Bett hält. Du, macht schöne Sachen. Super. Die Stühle sind etwas problematisch in diesem Hotel in New York. Man natürlich auch die Stühle von ihm. Nein, weißt du was? Die hatten 3 Beine. 3 Beinchen. Hier sind alle immer, du sitzt drauf und willst dir irgendwas dort holen und dann kippst ganz langsam und schön auf den Teppich gekippt. Gibt's ein Arztzimmer gleich dazu bei Sendung. Dies war aber eigentlich als Kochsendung vorgesehen, nicht eine Sendung über Design. Ja, gut. So, lass uns mal hier ein... Wir machen jetzt einfach mal einen Deckel drauf. Sieht das lecker aus. Sehr lecker. Mm. Ja, es wird, wenn der Deckel drauf ist, wird es intensiver köcheln. Genau. Also, ich mache für dich eine Gemüsepfanne mit Pfifferlingen. Ah, weil Pfifferlinge. Pfifferlinge sind wunderbar. Lecker, lecker. Weil ich lecker. Dachte, als Vegetarierin ist das doch eine schöne Sache für dich. Lecker, lecker Pfifferlinge. Ich habe bereits vorbereitet, vorher schon ein bisschen, damit es etwas schneller geht, Zwiebeln und Paprika, rote und grüne. Natürlich oder? Olivenöl. Olivenöl, ne? Dasselbe, genau das, was du auch genommen weißt hast. Du, weißt du eigentlich das schon, es gibt ja Vitamine, die der Körper nicht selber bilden kann, ja? Zum Beispiel Karotten, weil wir jetzt bei Öl sind, ja? Ah, ja. Karotten, wenn du isst, alle Leute sagen, man isst viele Karotten, gut für die Augen, gut für die Haut. Ja. Aber wenn du die Karotte isst und kein Fett dazu isst, sprich ein Stückchen Käse oder Öl oder Butter, kann der Körper daraus kein Vitamin A bilden. Ach, du isst pro Vitamin A. Ich habe mich damit beschäftigt. Mensch. Du isst pro Vitamin A und du
muss dann irgendwie ein Schlückchen Milch oder wie auch immer. Damit sich Fett, das im Körper überhaupt bildet. Dass der Körper das bilden kann. Sehr interessant. Sehr interessant. Mhm. Darf ich dir ein bisschen Öl dazu geben, damit der Körper das Vitamin bildet? Oder was? Käse? Wir gucken mal, was wir finden nachher. Ach, ich denke, das reicht, wenn ich dann die Suppe esse. Da ist ja Öl drin, genau. Meine Liebe, also, ich habe jetzt die Zwiebeln zusammen mit den Paprikastreifen, weil die Paprika dauert am längsten. Die brauchen sehr lang, deswegen habe ich die gleich mit angedünstet. Das machen wir jetzt ganz klein. Wo kaufst du dein Gemüse ein? Am Eigelstein, da wo ich wohne. Und da gibt es wunderbare griechische Türken, ein Türke, ein deutsches, wunderbares Gemüsegeschäft am Eck. Und da kriege ich eigentlich nicht alles. Und das, was ich nicht immer, habe, das kann ich bestellen. Zum Beispiel Brunnenkresse, sage ich, möchte morgen welche, dann bestellen die das. Also, Multikulti. Viel Magnesium-Brunnenkresse. Ja, was? Ja. Pass auf, jetzt habe ich da Gurken, kommen da rein. Sind ausgehöhlt? Ja, ich tue die schon mal dazu. Und werde dir aber jetzt mal ein kleines Gurkenseminar, da du schon so viel weißt, werden wir mal gemeinsam, das weißt du wahrscheinlich auch. Ich weiß nicht alles. Keine Suppe. Ausmachen. 4 Minuten. Ausmachen? Gut. Aber die kann noch ein bisschen ziehen. Die zieht dann. Die sind nicht so richtig lecker. Guck mal, viele Leute verwechseln die Gärtnergurke oder auch Gemüsegurke mit der Salatgurke. Und das, was du mit dieser Gärtnergurke machen kannst, also zum Beispiel so ein Schmortopf, funktioniert nicht mit der Salatgurke. Warum? Ja, das habe ich gedacht. Das habe ich gefürchtet, dass du das fragst. Warum? Ich weiß es nicht. Sag's mir. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Also, was ich immer mache, ist zuerst mal die Enden. Und dann probiere ich ein Stück, ob die... Nee. Die ist nicht toll. Nicht gut? Na, guck mal. Da wohnt jemand drin. Hallo. Die ist kaputt. Weg. Wunderbar, dann. Weg. Ach, das wollte ich dir auch noch zeigen. Mein Bioloch. Bioloch? Ja, das ist natürlich kein Bioloch, das ist ein Abfall. So zweideutiges Wort, Bio. Ja, das ist ein Abfalleimer, den kannst du rausnehmen. Und hier wird ausschließlich der Biomüll reingetan. Aber der Witz ist eben, guck mal, wenn ich jetzt so eine Gurke nehme, ich zeig dir das mal. So, warum? Anfang? Ah ja, rührst du ein bisschen. Tolles Farbenspiel, Bio. Weißt du, dass es auch sehr beruhigend wirken kann für die Augen, ja? Und die Augen essen mit. Nur, das ist richtig. Du weißt, dass man bei diesen, also ich schäle die natürlich vor, das habe ich jetzt nicht getan, die haben wir ja schon, da nimmt man dieses Innere raus. Auch das weiß ich nicht genau, aber ich glaube, das ist ein bisschen bitter. Schau, und jetzt passiert nämlich Folgendes. Normalerweise machst du das, hast dann hier diesen Abfall, dann musst du ihn ja, weil da drüben... Ups, das war eine gute Erinnerung, dass wir gleich ein Glas Wein trinken. Dann hast du da drüben irgendwo den Mülleimer. Ja. Dann machst du so und hast die Hälfte auf dem Boden. Und dann ich mach einfach nur so. Und hast du selber konzipiert? Nein, ich habe es mal irgendwo gesehen und habe es mir dann machen lassen für meine Küche. Auch freundlich für Frauen mit Nägeln, ne? Ja, mit langen Nägeln. Ja. Du hast gar nicht. Ganz kurz, ich bin noch Disc-Jockey. Du bist Disc-Jockey. Ja, sag mal, kurze Nägel. Bei euch wird doch wahrscheinlich sonst in eurer Branche nicht so gesund gegessen, eher so Junkfood und ja, so. Ja, also das kann ich natürlich jetzt nicht pauschal sagen. Das ist so die Image-Sache. Ja, also bei mir ist es so, mein Vater, wie gesagt, weißt du, der ist Koch, ein ganz toller. Und ich bin ein totales Papakind gewesen, weißt du? Und er hat mir mal alles gezeigt, von klein auf. Und ich habe richtig Spaß am Kochen, weißt du? Ich bin da ähnlich wie du, so wie ich dich einschätze. Ja. Freunde einladen, die sitzen dann am Tisch und ich koche dann rum. Manchmal möchte ich, dass sie mir helfen, manchmal geht es schneller, wenn ich es alleine mache. Also das mit dem Tisch, das werden wir auch gleich besprechen, denn du hast auch in der Küche den Tisch. Ja, einen runden, einen ganz großen runden. Runden. Ich habe einen viereckigen. Warte nicht trotzdem. Pass auf, ich habe... mal nachgefragt, da hat man mir gesagt, du trinkst gerne ein Beaujolais. Aber ich sage, es muss ja nicht unbedingt immer ein Beaujolais oder ein Franzose sein. Ein Deutscher sein. Muss nicht ein Deutscher, aber ich suche mal einen Deutschen, der ähnlich ist. Und das ist jetzt ein Weingut Sonnenberg A, 1994, 9 Ader Sonnenberg, Spätburgunder Auslese, trocken. Und er könnte, glaube ich, eine Spur kälter sein. Oh, der riecht, der hat einen. Der ist super lecker. Also den kann man. Der kann mit dem Beaujolais ab. Der ist auch nicht so schwer. Nix. Aber der schmeckt eigentlich Beaujolais auch. Das ist wie Beaujolais. Ein leichter, etwas parfümiert. Also natürlich nicht mit Parfum, sondern mit dem Parfum
Der vom lieben aber Gott? Echt sehr gut. Weißt du, was gut. auch richtig geile Weine sind? Was? Sind ja viele in Amerika, ne? Ah ja. Kalifornische Weine. Diese Cabernet Sauvignon. Ja. In Weiß und den gibt's ja da auch in Rot. Eigentlich ist es ja ein Weißwein. Aber den hauptsächlich in Rot. Also ich kenne den hauptsächlich als Rotwein in Kalifornien. Ja, und ich kannte ihn hauptsächlich als Weißwein, komischerweise. Ach. Und immer wenn ich den beim Italiener in Berlin bestelle, bringen die mir immer einen Weißen, wenn ich vergesse, dazu zu sagen Rot. Aber ist der Weiße nicht nur Cabernet oder nur Sauvignon? Ist Cabernet Sauvignon, ist glaube ich da immer ich Rot. Mich nicht ja, aus, ich glaube, das ist immer Vielleicht Rot. Ja. So, jetzt Pilze, die habe ich sehr lecker, Mann. Der ist lecker. Pass auf. Ich habe. Krieg den Appetit auch an. Ich habe die jetzt schon so ein bisschen vorgegeben. Ich wasche die übrigens nicht. Das habe ich auch schon mal gelesen. Nur mit einer Bürste. Ich habe eine kleine Bürste und die werden nur. Und natürlich wird alles abgeschnitten, was nicht schön ist. Mhm. Aber ich wasche sie nicht, weil da geht viel vom Geschmack verloren. Ja, also vom Geschmack und auch die ganzen Mineralstoffe, die so ein Pilz hat. Also bei Champignons. Champignons zum Beispiel, das ist ja ein Waldpilz. Ich wasche ne? auch Champignons. Die brauchst du gar nicht zu waschen. Die sind doch eh aus irgendeiner Zucht. Das wollte ich die kommen sagen. Da gar nicht von draußen. Das wissen ja viele Leute gar nicht. Ach. Also der ist aus dem Wald, und oder? Trotzdem putze ich ihn nur. Und ja. Das geht auch, wenn ich da mal noch ein paar Sandkörner mit esse. Na und? Gut für die Verdauung. Ballaststoffe. Ballast. Womit wir schon wieder beim Thema wären. Ballaststoffe. Würdest du das denn eigentlich dann auch? Nein, eigentlich nur Salz. Tu noch ein bisschen Öl, das war ein bisschen wenig. Nee, Salz und Pfeffer und Petersilie. Aber es braucht doch schon so ein bisschen, ne? Das ist ja, alles so geil. Ja. Also nicht so, dass die thailändische Variante kurz angebraten nein, nein, und knackig? Nein. Schon knackig, aber ein paar Minuten, das braucht schon. Ja. Ich habe auch tatsächlich, weil du sagtest, diese Gemüsegurken, ich habe Gurken noch nie gekocht. Du, das kann man schmoren, das ist sehr schön. Als Schmorgemüse mit Dill und so, das ist eine ganz schöne Sache. Also Gurken sind ja sehr gut für die Nieren. Gurken sind gut für die und Nieren. Und Paprika, ich kann dir ein bisschen was dazu sagen, wenn du möchtest. Ja. Also zum Beispiel diese Paprikas haben sehr viel Vitamin C. Natürlich, wenn die so lange da drin sind im Essen, dann verlieren die viel. Ja. Aber wenn man die frisch isst, haben die ganz viel Vitamin C. Man kann die auch roh essen, aber ich habe es ganz gekocht. Wobei das jetzt wirklich auch alles relativ schnell geht. Und das siehst du ja, wir werden das ja gleich fertig haben. Und kommen noch Tomaten rein? Ja, jetzt kommt aber erstmal für dich klare Gemüsebrühe, sonst Fleischbrühe, ne? Sehr lieb. Ja, habe ich doch. Damit ich es auch wirklich essen kann. Ach du, ich werde dir hier. Ja. Super. Das ist doch klar. Schluck mal ein bisschen Weinchen. Bist du auch so schlimm, dass du frisselst die ganze Zeit, wenn du kochst? Ja, sicher. Ich habe dann meistens, wenn dann alles auf den Tisch kommt, gar keinen Hunger mehr, weil ich da ein bisschen kosten und da ein bisschen kosten. Na, so viel esse ich nicht, dass ich nachher keinen Hunger mehr hätte. Aber, und immer den Küchenwein. Hunger habe ich auch immer. Küchenwein. Aber weißt du, also immer so hier kosten. Und ich liebe das ja total, eben weil wir vorhin sagten, Tisch in der Küche. Ich liebe das total, wenn meine Freunde. Ja. Und überall kannst du dann so hier zupfen und da ist das Brot und du brichst es ab. Sag mal, kochst du auch so zu den Freunden hin? Also oder meine an die Wand? Küche, nicht direkt an die Wand. Also meine Küche ist so, meine Kochstelle ist ein bisschen schräg. Also ich kann mich mit den Leuten unterhalten. Kannst du auch unterhalten. Ja, weil das so habe ich ja. Ja, das habe ich ja. Nimm mal dein Glas. Setz dich mal dahin. Das ist wunderbar. Ah, frische Blumen. Hast du zu Hause auch immer für frische Blumen? Immer. Und wenn ich von der Reise komme, dann kommt extra Margarete am Tag vorher und holt noch mal frische Blumen, weil das muss sein. Weißt du, ich stehe hier und koche. Ja. Und die Gäste, die schon da sind, reden nur manchmal, sage ich, halt die Klappe, weil ich mich konzentrieren muss. Es gibt Momente beim Kochen, wenn du dich da nicht total konzentrierst, geht's daneben. Also nicht bei so einfachen Sachen jetzt da, aber bei diffizilen, bei Soße abschmecken, kannst du nicht weiter reden. Ne? Aber ist doch schön so. Voll. Ich liebe das. Ich nenne das immer die du, was bist du? Bist du katholisch? Ich bin griechisch-orthodox. Du bist griechisch-orthodox? Ja, hier ist mein Kopf. Komm wieder her. Jetzt erzähl ich dir was. Dann wirst du wahrscheinlich nicht gleich wissen, was ich meine, wenn ich sage, dass ich die postkonziliare Küche liebe. Nein, musst du mir erklären. In der katholischen Kirche hat man bis zum Konzil, das war glaube ich in den 60er Jahren, immer die Messe gelesen. Mit dem Rücken zum Publikum, also zur Gemeinde. Da war der Altar hinten, wenn man heute noch in große Kirchen geht, ist immer hinten der große Altar. Ja. Und dann haben die in die Mitte einen Altar gestellt, nach dem Konzil. Und jetzt wird die Messe erstens nicht mehr in Latein, sondern in Deutsch. Mhm. Und so ist das mit meinem Herd. Mhm. Ich koche nicht mit dem Rücken zur Gemeinde, sondern so, hin und Deutsch. Ich finde das total schön. Ich finde, das ist sehr südländisch, Bio. Sehr südländisch. Du bist, ich bin ein Griechenmensch. Halb Griechin. Mhm. Meine Mutti ist Griechin und ich bin aufgewachsen mit meiner Großmutter in Griechenland, als ich ganz klein war. Oh. Und das Tolle tatsächlich war,
Dieses Haus bestand aus drei Räumen. Einer Küche, einer Wohnküche sozusagen. Ja. Da spielte sich das ganze Leben ab. Wo war das? Wo in Griechenland? In Mazedonien, in den Bergen. Also schon fast nach Bulgarien hin. Aha. Und das gab da auch, also das war nicht so erschlossen. Es gab ganz, ganz wenige Häuser mit Strom und so. Wahnsinnig. Und da, wo ich gewohnt habe, da gab es natürlich noch Öllampen und Gasherd und Wahnsinnig. So einen Kühlschrank. Kam immer so ein Eisblock alle zwei Tage, der schmolz dann weg. Und das war so eine Kühltruhe, weil es in den Bergen war. Und es war noch nicht so erschlossen. Das ist toll. Und da habe ich das tatsächlich hier. Wir waren immer Leute in dieser Wohnküche. Oma war immer around. Sie hat immer gekocht. Und das war auch sehr anti-autoritär, wie ich aufgewachsen wurde. Und wenn ich gesagt habe, irgendwie, ha, Oma, ich will jetzt Grießbrei haben, dann hat sie Grießbrei gekocht. Und als er fertig war, habe ich gesagt, ich mag jetzt kein Grießbrei mehr. Ich mag jetzt doch lieber Tiropita. Ja. Tiropita kennst du nicht. Ne? Ah, Entschuldigung. Auf jeden Alter Fall, dann hat sie das gemacht. Ne? Aber sag mal, kannst du noch Griechisch? Ja, perfekt. Ich kann es auch schreiben. Wirklich? Ja. Ich kann wahrscheinlich 22.000 Worte, aber ich kann nicht einen einzigen Satz bilden. Ich bin Dembirazi. In meinem Leben... Dembirazi. Ligo. Ligo. Ich bin in meinem Leben... Kaliorexi. Das Wichtigste war, als ich mal ein Haus dort gekauft habe, haben alle gesagt Kalorisiko. Und ich dachte immer, die sagen, jetzt hast du das Risiko. Dabei heißt es einfach nur, wenn du etwas viel Glück, wenn du was kaufst. Ne? Ja, ich bin seit vielen, vielen Jahren auf einer Insel, habe so ein Winz-Häuschen mit einer Freundin zusammen, und zwar auf Tinos. Und das ist die einzige Wallfahrt der Orthodoxen. Also wenn du gläubig bist, musst du irgendwann mal mich besuchen und bei der Panagia, möglichst auf den Knien, rutschend, die ganze Straße bis hinauf. Naja, also ich habe so eine ganz besondere Anschauung vom Glauben, Bio. Ich glaube an etwas, und das ist so etwas, was ich mit Kirche nicht so stark verbinde, weißt du? Ja, heutzutage ist das ja alles. Ein bisschen offener, weißt du, zeitgemäßer, auch authentischer so zu deiner Person. Im Grunde musst du an dich erstmal glauben. Aber du weißt, dass die orthodoxe Kirche ziemlich streng ist. Ich weiß. Na? Aber es ist auch eine sehr schöne byzantinische Form. Weißt wenn du so die also singen, ich höre die sonntags durch den Lautsprecher. Ah. Als Byzanz noch griechisch war. Ja. Das waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten. Hör mal, wir sollten das Süppchen probieren. Ja, ist heiß. Vorsicht. Stimmt, das ist heiß. So, ich guck mal, was ich hier finde. Lecker sieht das aus. Wo mach ich aber jetzt irgendwelche... So, ja. Weißt du, was auch ganz toll ist, Bio? Wenn du was, das hast du wahrscheinlich auch irgendwie drauf. Wenn du was kostest, es gibt ja Menschen, die nehmen immer einen Löffel. Das hat zwei Nachteile. Der Löffel ist aus Metall. Ja. Metall leitet super stark. Also es verbrennst du dir sofort den Mund. Ja. Du nimmst einen kleinen Teller, ich kann es auch mal zeigen. Ja, siehst du, man lernt nie aus. Man nimmt einen kleinen Teller, Porzellan leitet nicht so schnell. Nimmt eine kleine Schöpfkelle. Merci bien. Bitte. Schöpft ein bisschen was ab, also wenn man jetzt mal kosten will, dass es auch richtig gewürzt ist. Gibt da ein bisschen was auf den Teller. Aha. Das kühlt sofort gleich ab. Ja. Und dann kann man das einfach schlürfen. Ah, auch sehr sinnlich. Hm. Und wie ist sie? Perfekt. Perfekt? Perfekt, darfst auch mal probieren. Ich kann ja gleich aus dem richtigen Teller, aber ich mach's auch gerne. Ja, probier doch einfach mal vor. Wie das läuft. Vielleicht noch mal blasen. Oh. Ist fein? Oh, das ist lecker. Echt? Dieser grün Kern, oder wie heißt das? Grünkern. Grünkerngeschmack. Ganz so anders. Ganz anders, ja. Ne? Ich kenne ja Tomatensoßen zuhauf, aber die schmeckt wirklich anders. Ja, und vor allem das Tolle ist, das ist keine gebundene, das ist ja eigentlich eine klare Suppe. Ja. Sag mal, ist das eigentlich eine Weizenart, das ist ja ein Getreide? Das ist ein Getreide, Grünkern, ja. Das ist ein Getreide. Aber jetzt frag mich bitte nicht, so bewandert bin ich darin auch nicht, um jetzt speziell zu sagen, also, halt, gib mir den Teller. Das ist was Deutsches auf jeden Fall, glaube ich. Also viel in unserem Breitengraden wird das und angepflanzt. Wird so wieder. Angepflanzt wird wie Getreide. Ne? Vor allem ökologisch halt eben nicht noch mehr Schadstoffe kommen dann dazu, die eh schon von der ganzen Vegetation. Also auf den kleinen Teller, den tun wir einfach weg. Wie schön das aussieht. Und für jemanden, der es ein bisschen wir stellen's darüber. Sahniger haben möchte, der Pass darf auf, sich da noch das mit, du kannst dir das. Ein Löffelchen Creme Fraiche drauf machen. Ah ja. Also dann schmeckt das Ganze noch ein bisschen cremiger. Also ich bevorzuge es ohne. Ja, jetzt gibt es ja sogar Creme Fraiche ohne Milch, also so auf irgendwelchen pflanzlichen Basen. Aber das brauchst du ja nicht. Du bist ja also komisch. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist dann doch die kulinarische Zunge und Gaumen doch irgendwie... Ich glaube auch. Naja, für die Veganer, für die, die überhaupt keine tierischen Produkte verwenden. Die dann mehr so auf Pflanzenölbasis, wie dieses Kaffeeweiser oder so. Genau. Na gut. Was dann kostet? Wunderbar. Ich habe ein bisschen Baguette. Mmh. Ah, die Suppe, weißt du, wo ich die her habe eigentlich, die Suppe? Nee.
Ich mach das so mit der Hand, ne? Hm, danke. Was wird dir hab? Zwei Freundinnen von mir, Arndt und Ulla. Mhm. Die haben so einen Kotten in Münster, auf dem Münsterland, gekauft vor Jahren. Und haben den so richtig geil ausgebaut. Und schön, die kochen so richtig toll, die Frauen. Und immer, wenn ich da zu Besuch bin, dann bin ich immer ganz oft so zum Abspann. Da gab es immer diese Suppe, so wie ich da immer zu Besuch war. Ja. Gab es immer diese Suppe. Und da habe ich sie gefragt. Und da meinten die beiden, ist so easy, Maruscha. Und mach das mal, kauf dir. Und dann hast du dort mal mitgemacht wahrscheinlich und so merkt man sich, ne? Tatsächlich habe ich zugeguckt. Toll. Also ich habe es nicht selber gemacht. Lecker. Super, ne? Lecker. Ja, glaube. Mach dein Essen. Du. Wir wollen es ja nicht zerkochen lassen, ne? Mm-mm. Hast du es selber erfunden? Nein. Wie kommst du zu deinen Rezepten an? Ich bin leider, muss ich sagen... Toll sieht das aus. Sieht toll aus. Super. Ich bin leider kein großer Experimentierer und kein großer Erfinder, bei was Essen anbelangt. Mhm. Vielleicht auch, weil ich gar nicht die Zeit habe irgendwie. Ich weiß es nicht. Aber ich bin ja sonst eigentlich ein durchaus kreativer Mensch. Aber beim Kochen... Bist du. Beim Kochen ist es eher so... Bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Dass ich mich anregen lasse. Mhm. Also von Freunden, aus Büchern, aus Zeitschriften, aus allem möglichen. Ich kann dir nicht sagen, wo es herkommt. Mhm. Und dann sammle ich. Ich hab ja mein Buch, gibt's ja, das sind nur gesammelte Rezepte. Wie ist es mit deiner Mami, wie du aufgewachsen bist? Hat die auch viel gekocht? Ja, eine böhmische Mami, die macht überhaupt nichts anderes. Die hat nur gekocht. Dann kann die doch bestimmt diese leckeren Zwetschgenknödel mit dieser Marillensoße. Ja, das ist zweierlei. Zwetschge ist eins und Marillen ist eins. Marillen heißt nämlich Aprikosen. Ah, verstehe. Und das ich dachte immer, das sind diese, ja, genau diese kleinen Dinger. Ich habe mir schon aufgefallen, was Marillen sind. Marillen sind Aprikosen. Was für eine Aprikosenart? Kleine, ne? Diese relativ, ja, nee, so mittelgroß, aber nicht diese riesigen, wie man sie jetzt kriegt. Ups. Gut, der ganze. Danke. Bitte. So. Mann. Wollen wir das auch mal probieren? Ich weiß nicht, ob ich genug Salz dran habe, aber das kann man nachsalzen, ist leichter. Mm. Lecker. Heiß. Heiß. Hast du da Salz dran jetzt? Ja, ich glaube, es fehlt ein bisschen. Weißt du, was faszinierend ist mit Pilzen? Dass sie auch fleischig schmecken können. Ja, Austernpilz zum Beispiel, also einer meiner Lieblingspilze. Absolut, absolut. Hast du dir schon mal einen Austernpilz paniert? Nee. Das ist auch der Wahnsinn. Das wäre die vegetarische Wiener Schnitzel-Variation. Oder Berliner Schnitzel. Meine Liebe. Kölner Schnitzel. Vielen Dank. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Wurst, Wurst. Kann man mal wieder machen. Auf einmal habe ich viel gelernt. Ja. So soll es sein, der Austausch der Zwischenmenschlichen. Genau. Dazu sind auch echt so Treffen mit Freunden total wichtig, finde ich.